schön, dass du bei mir vorbeischaust. Ich bin die Steffi von Stempelbienchen. Heute habe ich für dich eine Trauerkarte. Und ja, wir arbeiten wieder mit dem Produktpaket Alles Wunderbare. Denn ich wollte dir zeigen, du kannst auch mit dem Set wunderschöne Trauerkarten machen. Ich hatte jetzt eine Hochzeitskarte, Geburtstagskarte. Und ja, jetzt auch noch eine Trauerkarte. Also du siehst, mit dem Set kann man viele Themen abdecken. Und wie ich die jetzt gebastelt habe, zeige ich dir. Und zwar stellen wir natürlich als erstes mal unsere Blümchen. Dafür habe ich jetzt flüsterweißen Farbkarton genommen. Und natürlich das Stempelset, was es jetzt nur bis zum 31. Mai gibt. Alles Wunderbare, da gibt es hier einmal das Stempelset und ja, die passenden Stanzformen dazu. Das klebt doch hier, genau. Das sind die Stanzformen und dann stempeln wir einfach mal drauf los. Ich habe hier verschiedene Neutraltöne genommen. Ich habe die ja schon auf den Block gezogen. Und zwar brauchst du jetzt einmal die kleine Blüte. Dann einmal das Blatt, das und die Pünktchen, dann dieses Blatt, das große Blatt hier und natürlich die große Blüte brauchen wir. Jetzt habe ich die große Blüte einmal in Granit gestempelt. Genau, im Granit. Schon am liebsten mal gerade eine Stempelmatte unten drunter. So, einmal Granit. Dann nehme ich jetzt einmal die große Blüte einmal in. Die wird einmal in Granit gestempelt. Ebenfalls wird die kleine Blüte auch einmal in Granit gestempelt. Dann können wir das Stempelkissen auf Seite legen. Dann als nächstes brauchen wir Anthrazitgrau. Damit stempeln wir nochmal einmal die große Blüte ab. Müssen natürlich jetzt einmal gerade reinigen. Die Kinder sind wieder draußen. Anscheinend wollte der Kleine wieder weglaufen und darf es nicht. Ja, als kleiner Mensch hat man es nicht ganz leicht. Also auf jeden Fall in Anthrazitgrau. Den brauchen wir jetzt noch einmal Anthrazitgrau. Und zwar wird das Innere oder beziehungsweise hier der Stern oder auch was es immer ist, der Stempel von der Blüte einmal auch in Anthrazitgrau in diese kleine Blüte einmal reingestempelt. Und die Pünktchen werden auch in das Granit hier einmal reingestempelt. Genau. Und ja, jetzt müssen wir die kleinen Punkte auch noch mal einmal reinigen. Ich habe nämlich noch was vergessen. Und zwar wird nämlich in die Anthrazit-graue Blüte den Stempel mit dem Granit gestempelt noch. So, genau. Wenn wir die auf Seite legen. Dann habe ich Schiefergrau. Schiefergrau habe ich das große Blatt hier einmal gestempelt.
wir das auch auf Seite legen. In Sahara Sand. Wo habe ich das denn jetzt? Hier. In Sahara Sand habe ich zwei Blätter gestempelt. Und zwar zu einmal dieses Blatt. Einmal und dieses Blatt. So. Und dann können wir die ganzen Teile ausstanzen mit den passenden Stanzformen, was ich natürlich schon vorbereitet habe, damit das Video nicht unendlich lang wird. Und dann ja, ausgestanzt alles einmal und dann habe ich mir gerade auf Seite und zwar habe ich mir dann aus den Stanzformen Kreuz der Hoffnung hier das kleine Kreuz noch ausgestanzt in Goldfolie. Ja, ich meine Goldfolie. In Goldfolie ausgestanzt mit dem Stanz vom Kreuz der Hoffnung und mit den bestickten Rechtecken habe ich mir noch aus flüsterweißem Farbkarton ein Rechteck ausgestanzt und zwar mit dem 1, 2, 3, 4. Rechteck raus. Und das können wir jetzt einmal bestempeln und zusammenbauen. Und zwar bin ich hingegangen und habe auch mit dem Produktpaket gut gesagt gearbeitet, was ja jetzt im Frühjahr Sommerkatalog 10% günstiger bekommst. Es wird ja in den Jahreshauptkatalog übernommen. Und wenn du das jetzt noch kaufst, gut gesagt, bekommst du noch das Set 10% günstiger wie ab dem 4. Juni. Genau. Und zwar habe ich mir da einmal von dem schön geschriebenen Stanzform Herzliche einmal ausgestanzt. Das habe ich jetzt hier drin gelassen, für dir noch etwas zu zeigen. Und zwar, wenn du das jetzt hier so rausbrichst, bei Herzliche. Vergesst den I-Punkt hier nicht, weil bei der ersten Karte habe ich gedacht, okay, das sieht ein bisschen komisch aus ohne den E-Punkt. I-Punkt, bis ich dann auch gemerkt habe, entweder steckt er dann in der Stanzform fest oder er bleibt in dem Papier hängen. Im Übrigen habe ich das in Anthrazitgrau ausgestanzt. Das nehme ich dann mal raus. Bisschen vorsichtig mit dran arbeite. So. Und dann hier diese Teile noch rausmachen. Aufkleben werde ich das jetzt mit unserem Präzisionskleber. Wir werden langsam Freunde. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber momentan geht's. Und dann mache ich mir etwas Kleber drauf, nicht zu viel, weil sonst hast du nachher das Problem, dass du überall Kleber hast. Das sieht dann ja auch nicht schön aus. Muss ja nicht viel drauf, das hat ja nichts zu halten. Manchmal ist weniger mehr. So, groß das ganze Wort mit Kleber drauf machen. Bitte dran denken, direkt hier zuzumachen, weil sonst könnte es sein, dass deine Öffnung zugeht.
So. Nehme ich mir das Herzliche und setze mir das jetzt hier oben drauf. Dort, wo es mir dann gefällt. So. Andrücken. Den I-Punkt nicht vergessen. So. Ja, der ist ein bisschen friemelig drauf zu setzen. Ah, da, ja. Dann nehme ich jetzt einfach unseren Aufhebhelfer als kleine Hilfe. So. Halt mir den gerade da fest und setze mir da noch einen Kleckser-Kleber drauf. So, das reicht vollkommen aus. Und setze den I-Punkt drauf. So. Genau. Kleber wieder zumachen. Dann habe ich mir aus dem Stempelset gut gesagt Anteilnahme rausgenommen. Auch schon auf den Block gezogen. Und in Anthrazitgrau gestempelt. Das setze ich jetzt ein bisschen mehr rechts unten drunter. Weil ich muss hier da auch noch die Blumen gleich hinstempeln. Beziehungsweise aufkleben. Anteilnahme. So. Genau. Gehen wir das auf Seite. Jetzt brauchen wir noch Savanne einmal. Stempelkissen in Savanne. Und diesen Ast einmal, den stempel ich jetzt einmal so drauf auf das Rechteck. Und zwar einmal hier rüber. Ich hoffe, du kannst gut erkennen. Und zwar einmal hier hin. Einfach drauf. Und einmal hier drauf. So, einmal da hoch und einmal runter. Und dann können wir anfangen zusammenzubauen. Und zwar brauche ich jetzt einmal Dimensionals. Die große, habe ich keine kleine mehr hier drinnen. Dann nehmen wir eben die große. Ist auch egal. So. Einmal, dann nehmen wir jetzt als erstes einmal die Granit, große Granitblüte. Wie du weißt, knicke ich mir die Blüten immer gerne ein bisschen hoch, einfach ein bisschen Lebendigkeit reinzubekommen. Nehmt mir den Tombo. Mach mir jetzt einfach hier einen Klecks drauf. Diesen setze ich jetzt einfach hier oben klar hin. So, einmal. Hier eine Anthrazitgraue Blüte wird ebenfalls hochgebogen. Und hier schneide ich mir jetzt einfach ein Stück klein raus. Dimensional hinten drauf. Ja, ein bisschen hier so versetzt drüber setzen. Die kleine wird ebenfalls mit dem Dimensional festgeklebt. Wieder. So, drauf. Dann werden die Blätter nach unten drunter geschoben.
Da musst du ein bisschen schauen, ob du die noch ein bisschen kürzen musst. Ich habe meine jetzt fast alle gekürzt, weil sonst sehen die ein bisschen zu wuchtig aus. Und die befestige ich, die sollte es auch anders sein, mit Klebepunkte. Na komm, so, zack. Dann schauen wir die einfach hier unten drunter schieben. Und dann passt das schon. So. Hier runter noch ein. Und das Blatt muss ich mal schauen. Meistens war das ein bisschen zu lang. Dann schiebe ich das da rein. Ja, dann schiebe ich das da hin. Muss man immer am besten schauen, wie gefällt es einem am besten. Ist nicht jede Karte gleich. So. Genau. Jetzt hast du die Blätter, alles fertig, die Blüten. Jetzt fehlt noch das Kreuz. Das setze ich hier hinten hin. Ein bisschen hier rüber. Das befestige ich auch mit dem Präzisionskleber. Braucht wirklich nicht viel, weil sonst hast du nachher alles rausgequetscht, beziehungsweise ist alles daneben. So. Dann setze ich mir das Kreuz hier schön hin. Genau. Dann ist unser Deckblättchen schon fast fertig und wir können die Karte zusammensetzen. Und du siehst, die Karte ist wirklich schnell fertig. Und meistens bastelt man sich ja die auch, wenn wirklich ein lieber Mensch gestorben ist. Und dann hat man meistens ja auch nie so viel Zeit. Und als Grundkarte habe ich hier... aber das muss man gerade überlegen. 21 mal 14,5 gefalzt bei 10,5. Dann habe ich als Mattung ein Stück anthrazitfarben Farbkarton in 10 mal 14. Den klebe ich jetzt einfach mit Tombow auf. Schön hier mittig draufkleben. So, andrücken. Dann habe ich mit neuem Designerpapier gearbeitet. Und zwar ist das dieses. Und das stammt aus dem Designerpapier Mehr der Möglichkeiten. Und zwar sind das eigentlich so mal Designerpapier, aber eins fand ich jetzt, also es sollte unten die Algen oder was ich auch immer darstellen auf dem Designerpapier. Und zwar ist das dieses. Aber ich fand das, wenn man das vorne drauf klebt, sah das aus wie Pflanzen und ja, es sind ja eigentlich auch Pflanzen, nur nicht so typische Pflanzen für eine Trauerfeier. Aber wenn man was vorne drauf klebt, finde ich, sieht sie eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht aus. Genau. Und das stand aus dem neuen Designerpapier Mehr der Möglichkeiten. Das wird natürlich wie immer mit dem Snail festgeklebt, weil es kann natürlich passieren, dass das Designerpapier sich sonst anfängt zu wellen. Einmal andrücken. Fertig. Und dann brauchen wir unser Deckkärtchen nur noch. Die habe ich jetzt mit dem Menschennetz festgeklebt. Hinten einfach drauf. Hoppala. Eins zu viel.
Genau, abziehen. So, zack. Zack. Und noch eins. So, genau. Schön mittig draufkleben. Ja, ja. So. Genau, andrücken und fertig. So. Das war jetzt mein Projekt für heute. Und auch das letzte Mal, dass ich hier mit dem schönen Z alles Wunderbare gearbeitet habe. Ich finde es besonders schön. Ich habe jetzt ganz, ganz viel schon hier mitgearbeitet und ich werde auch noch arbeiten, nur in den Videos damit, für mich privat, weil es ja leider am 31.05. ausläuft. Also wenn du das mal haben möchtest, bestell es dir schnell, weil es ist ein schönes Set, es ist auch wunderbar geeignet für Anfänger, weil du so viele Möglichkeiten damit hast, wie ich dir ja schon jetzt in ein paar Videos gezeigt habe. Ob du Trauerhochzeits- oder Geburtstagskarten machen möchtest. Selbst Taufkarten könntest du eventuell auch noch damit machen. Schöne Verpackungen. Also das ist ein Set, das eignet sich hervorragend auch für Anfänger. So, jetzt aber genug. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Montag, eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns ja spätestens... Lass mal überlegen. Ja, spätestens am Montag wieder. Bis dann. Tschüss.